Gott selbst ist der Schöpfer und Autor aller Dinge. Er brachte aus Chaos Licht und Leben hervor. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und sein kreativer Geist schwebt noch heute über uns. Es ist Zeit für dich, mit ihm zusammen Neues hervorzubringen, die Welt zu prägen, Menschen wachzurütteln und ihn sichtbar zu machen. Künstler haben schon immer die Welt verändert. Künstler nehmen wahr und drücken aus. Sie kommunizieren und provozieren. Sie helfen uns, Altvertrautes auf neue Art wahrzunehmen. Michelangelo, Picasso, Bach, die Beatles. Das Bühnenballett und der Hip-Hop. Von Shakespeare zu Spielberg widerspiegelten sie und prägten sie ihre Kultur. Künstler versuchen, elementare Fragen zu beantworten, wie: Warum existiere ich? Welchen Sinn hat dieses Leben? Ich glaube, dass Künstler einen prophetischen Auftrag haben, aber nicht immer haben sie Gottes Wesen und seinen Willen kommuniziert. Doch Gott beruft Künstler, um seine Botschaft in die Gemeinde und die Gesellschaft hineinzubringen. Er berief Mose zum Architekten der Stiftshütte, zum Installationskünstler der ehernen Schlange. Der Geist des Herrn war auf Bezalel als Handwerker und auf David als Poeten und Musiker. Hesekiel und Jeremia waren Performancekünstler, die Gottes Botschaft durch Schauspiel und Mime weitergaben. Hi, my name is Jack, and I'm part of the team here at YWAM Vila. And part of my joy and being part of the team at Vila is doing painting and doing so many different things within the area. And these are some of my paintings that I've done specifically during worship, and just allowing the Spirit to take control of what I do and allowing just to Him to speak through art and creativity. And some of the great things I really love about being part of the team is just experimenting with different things like sculpture and clay and painting and drawing. It's really great fun, and it's so great being able to bring that into Christianity and also the local area as well as the base, and really taking it to the people, and it's just really, really great. Yeah. Gott möchte Herzen verändern, und möchte mit unserem Herzen anfangen. Wir sind sein größtes Kunstwerk, sein Tempel, sein Brief an die Welt. Wir können nur weitergeben, was wir empfangen haben und was in unserem eigenen Herzen geschrieben ist. Wir müssen ihn kennenlernen und uns von ihm umgestalten lassen. Das geschieht in der DTS. Unser Ziel ist, Gott und sein Wort zu kennen und lernen, seine Stimme zu hören. Welt besser zu verstehen, was sie denkt und glaubt und was sie prägt. Dir ein Fundament zu geben, das dir hilft, mit deinen Gaben umzugehen und sie zu entfalten. Dir zu helfen, deine Botschaft von Gott zu bekommen und Ziel und Richtung zu haben.
dich herausfordern, Risiken einzugehen und dahin zu gehen, wo du in der Mission gebraucht wirst. Dich zu ermutigen, all das zu werden, was Gott für dich vorgesehen hat und auch andere darin freizusetzen. Dich für 9 Monate zur Seite zu nehmen, die dich für immer verändern und inspirieren können, weiterzugehen und einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Steh auf, nimm dein Sofa und geh. In dir steckt mehr als Chips und Cola. Und Gott hat mehr mit dir vor als Facebook nach Feierabend. Gottes Welt ist größer und realer, als du denkst und braucht dich. Überwinde deine Angst und mach Schritte des Glaubens und erlebe, wie Gott dich gebraucht, eine verlorene und sterbende Welt zu erreichen. Dein Leben an Arme und Bedürftige zu verschenken. Jesus mit Wort und Tat verkündigen. Überkulturelle Erfahrungen sammeln, Teamwork erleben und Grenzen überwinden. Unterscheidungsvermögen entwickeln. Dies alles ist Teil eines Einsatzes in den Bergen des Himalayas, im Busch von Madagaskar oder in den Straßen einer Großstadt. Dein Leben wird einen bleibenden Unterschied machen. Wenn du deinen Charakter und deine prophetisch-kreativen Gaben entwickeln willst, wenn du Gott und sein Wort kennen und lieben willst, ihn anbeten und Menschen weltweit zu Anbetern machen, Unterscheidungsvermögen entwickeln, innerlich reif werden, Prophet in deiner Zeit sein, dann melde dich bei uns. Die nächste Creative DTS beginnt schon bald.